Reparieren wir mal. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Was, ein Hammer reicht dafür? Okay. Seltsam. Sicher, dass wir auf den Hof gehen sollen? Das könnte gefährlich sein. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Aber drinnen, oder? Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Ach, du Schande. Ich sehe das große Menü hier. Wir werden ja. Wir haben ein richtiges Crafting-Menü. Große Schande. Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clairvie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja. Nein. Sie werden hier nicht lange überleben, wenn du werden fliehen müssen. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot. Wir werden sterben wegen ihr. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet. Wir sind auch gleich tot. Du sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Ich meine, der Kleine kann nichts dafür. Aber... Hugo, warte, nicht raus. Nein, meine Fresse. Kindliche Naivität. Hugo, komm zurück. Ah, shit. Was macht er denn? Die Alte kann auf sich aufpassen. Ihm hinterher. Oh nein, er wird uns noch umbringen. Hugo, bitte. Es tut mir leid. Warte. Okay, scheiße. Wie hier. Rüber. Oh Gott. Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Es tut mir leid. Hoch hier. Ja, was denn? Wir verlieren ihn. Oh nein, nein, nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer. Bitte, nein. Kacke. Ja, das war wohl nicht so gut. Angreifen kann ich noch nicht. Es muss noch lernen. Vögel im Hugo. Oh nein, nein, nein! Halt auf, nein! Du wirst ihn nicht treffen können. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer. Bitte nein! Ich wollte das nicht. Amicia! Ja. Ich komme. Ich weiß, aber können wir die Waffe mitnehmen? Ich brauche irgendwas Besseres als einen Steinschleuder. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Mit der Zappelei auf. Wir warten noch auf deine Schwester. Amicia! Da bin ich. Ein Bosskampf. Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Er ist doch mein Kind. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hierher kommen? Bitte, bring mich nicht. Ah, fuck. Ich kann mit der Schleuder noch nicht ganz umgehen. Bosskampf des Todes. Na komm. Verdammt. Das mit dem Angriff müssen wir nochmal üben.
doch nicht! Lasst uns gehen! Zu spät! Komm schon, Konrad! Zeig ihm, wozu du imstande bist! Ah, shit. Ja, komm. Geh auf den Haufen. Ja, hau zu. Hier. Ah, Rüstung verloren. Okay. So ein Bosskampf wird das. Die haben leider gar keine Rüstung. Unfairer Bosskampf. Und dann nur ein Leben. Ah, shit. Na komm. Oh, Scheiße! Du hast mir alles genommen, was ich hatte! Das reicht! Bringen wir es jetzt aus! Sein Helm müssen wir noch abkriegen. Verdammt! Nein! Wir dürfen keinen Treffer kassieren. Bisher halten wir uns gut, aber... Uha. Na komm, hier. Verdammt! Ich sag doch, das mit dem einen Treffer hier. Wir bauen eine Rüstung. Und wir bauen eine Waffe. Holy shit. Ja, komm her. So weicht man ja so aus. Und die Schleuder beherrsche ich auch noch nicht ganz. Verdammt. Und jetzt? Wieso? Ja, ich weiß. Holy crap. Und jetzt? Glaubst du machst du Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Schön für dich. Wir haben noch kein einziges Teil seiner Rüstung zerstört. Müssen wir besser zielen. Na komm. Und jetzt? Nein! Und nervt's. Sehr schön. Bitte, ich will das nicht. Lasst uns gehen. Zu spät. Lass sie in Ruhe. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Tag. Nur einen. Ich weiß. Na komm. Ja, hier. Und... Oh nein. Ich bin ein wenig eingerostet. Muss hau drauf. Ich weich aus. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ausweichen. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein. Bitte. Ja, weiter so. Jetzt. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung ist tot. Den Tod kannst du kriegen. Oh nein.
Oh, scheiße. Erstmal ausweichen. Scheiße. Was ist denn? Hast du plötzlich Angst, jemand kommt zu mir? Einer von uns wird sterben. Hände ist weg. Ohne den Stein. Und weg. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Schafft. Holy crap. Amicia! Du hast ihn getötet. Ja, leider. Jetzt sollten wir schnell abhauen. Komm mit. Wir haben hier keine Fans. Kapitel 3, Vergeltung. Wie viele Kapitel es wohl hier gibt? Ich hoffe nicht. Nicht nur ein paar. Sonst sind wir bald durch. Schau, Amicia. Ich komme. Kunde die Kirche. Hier scheinen wir erstmal sicher zu sein, weil die anderen sich nicht reintrauen. Vielleicht kommen wir da raus. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Aber ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Verdammt. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Können wir uns nochmal umschauen? Scheinen wir ja für den Moment sicher zu sein. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Scheiß. Sorry. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Alkohol. Würde ich dem Kleinen geben. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Okay. Eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Naja. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Du zuerst. Na gut.
Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Stoff. Was, wenn wir irgendwann mal was bauen können? Was Alkohol, Schwefel und Stoff. Naja. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Nochmal Eye Roll. Ein bisschen Leder. Der Kreuzgang. Dann gehen wir mal zu Kreuzen. Blumen, die sind wunderschön. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Herbarium? Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Ein Gewürz-Aquarium, ein Gewürz. Schon gut. So wie ein Aquarium für Gewürze. Mhm. Von der Wortherkunft scheint das so. Ich habe noch eine Blüte im Haar. Sehr schön. Eine Axt können wir die mitnehmen. Ich brauche eine Waffe. Das ist ein Peter. Okay. Das ist ein Gräber. Tasche zu schwer zum Reißen. Ja. Das Skyrim lässt grüßen. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur. Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken, doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang... Durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Ihr habt die Ursachen aber noch nicht gefunden. Was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein.
Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier. Er humpelt. Bruder Morell! Der wird nicht weit laufen können. Bruder! Stimmt was nicht? Pater? Das ist schlecht. Nein, nein, nein. Nein! Stehen! Das nicht! Vater, nein! Das nicht! Oha. In der Enge. Fleischhungrige Ratten. Zurück im Priester. Ja, der ist. Ja. Fressen, Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Gott, steh uns bei. Hier sind sie überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier runter zu gehen. Das ist ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich weiß, los weiter. In eure Löcher. Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Oh je. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte. Das ist nicht gut, die Fackel abzulegen. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Nimm die Fackel mit. Und hol dir in der Nähe neuer. Aber ja. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Seht mit euch! Husch, geht weg! Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Ja, solange ihr das Licht noch habt. Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh je. Leder. Wir brauchen was zum Feuer machen. Ich werde dir helfen. Ja. Und Feuer irgendwie. Da oben, Amicia. Oh, die. Die sollte ich runterholen können. Ach so, die hier. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Schön noch ein paar Items mitnehmen. Los, kletter hoch. Mhm. Okay, da können wir was kaputt machen. Gut, wir gehen gleichzeitig. Ja.
gehe zuerst. Ja. Komm du nach. Oh nein. Vielen Dank. Und weiter. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Werkzeug. Wollt ihr eine Fackel bauen oder was? Beutetasche, Ausrüstung. Und können die Tasche aufwerten, wie es ausschaut. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und weiter. Keine Ratten. Oh doch, Ratten. Ich sehe hier keine Fackeln. Wie, was sollen wir tun? Ja, hier. Noch ein Schinken sollte reichen. Nein. Komm mit. Durch die Mütze. Ein Stück Leder. Ein Stück Stoff. Schnell raus hier. Oh shit. Ja, hier. Ich will ja. Rauf hier. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Und den beleuchteten Tisch. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Und nun? Wie weiter? Puh. Ah ja, hier. Noch mehr Schinken. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Loch im Gitter. Hier runter. So wird es nix. Ich hab noch einen Stein. Am Arsch. Können wir runter? Ah, mehr Steine. Ja, aber was tun? Bringt doch alles nix. Irgendwo ein Schinken oder der Schinken dort hält sich aber lange. Kommst du dann an die Fackel? Ja.
Try it again. Nicht auf seinen Kopf fallen lassen. Ist das schwer? Hugo, beeil dich! Na los! Fackel. Und her damit. Nein! Geht's dir gut? Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Hand hast, kann hier nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir was das angeht. Bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam.